Es ist brütend heiß draußen und da habe ich mir gedacht, ich verziehe mich mal eine halbe Stunde in den Keller, um abzukühlen, mache was in der Werkstatt. Jetzt könnte man sich denken, halbe Stunde, was fängst du da großartig an? Ich werde heute innerhalb von 30 Minuten drei super Vorrichtungen bauen, die du unbedingt nachmachen solltest. Nach dem Intro geht's los. Und damit willkommen zum heutigen Video. Ich werde jetzt gar nicht lang labern, sondern gleich loslegen. Für die erste Vorrichtung brauchen wir einen dickeren Rundstab und eine Schraube. Und den Rundstab müssen wir jetzt ziemlich mittig ein Loch reinbohren. Das zeichne ich mir so an, ich lege den Rundstab dahin, nehme mir meinen gut gespitzten Bleistift, packe den auf ein Holz drauf. Das sollte jetzt nicht höher sein als die Hälfte vom Durchmesser vom Rundstab. Dann zeichne ich mir das da einfach so an, wenn man halt ein bisschen geschickter wäre. Und schon habe ich meine Mitte gefunden. Da bauen wir jetzt rein. Jetzt können wir das Ganze schon fertig montieren. Schraub da mal eine Schraube rein. Und fertig ist das selbstgemachte Streichmaß. Mit Hilfe von dem Schraubenzieher kann ich mir das auch wirklich relativ exakt einstellen. Dann nehme ich jetzt das Maß, was ich haben will. Das ist jetzt halt einfach irgendwas zum Probieren. Drück das da ran. Dann kann man das da super anreißen. Fürs zweite Helferlein brauchen wir einen Holzklotz und da bauen wir jetzt da wieder ein Loch rein. Vorrichtung bzw. Helferlein Nummer 2 ist eine mobile Bohrhilfe. Das ist jetzt im Prinzip nichts anderes wie ein durchgebohrtes Loch, in dem Fall 8 mm. Das habe ich da abgeschnitten. Das hat den Grund, das wird so aufgesetzt. Und dann kann ich mit dem Akkuschrauber oder mit der Bohrmaschine oder was auch immer das als Führung verwenden. Und dadurch, dass das da abgeschnitten ist, sehe ich auch, wo ich bohre. Wie gesagt, wir probieren das einmal. Dann schauen wir, wie gerade das ist. Es passt relativ gut. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Für so eine schnell zusammengepfuschte Vorrichtung ist das echt nicht schlecht. Was man sagen muss, das franzt da relativ schnell aus, also das wird nicht ewig halten. Aber wenn das so ist, bohre ich da ein zweites Loch ein, schneide wieder ab und kann es weiterverwenden. Das ist so ein bisschen eine Alternative zu dem da. Das funktioniert auch gut, aber da muss ich halt immer schauen. Und wenn ich jetzt wirklich mehr Löcher bohren will, zack, zack, zack und fertig. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss und dafür brauchen wir auch Restholz. So, Pressspanplatte habe ich da, irgendwas, was sich nicht allzu sehr verzieht, MDF wäre auch nicht schlecht und eine gerade Leiste. Das wird eine Vorrichtung für die Kappsäge. Ich habe mir das Reststück oder die Restplatte da schon so zugeschnitten, damit die da gut drauf passt. Damit ich die immer gleich ausrichte, nehme ich da einfach wieder Holz, lege das so an die Kante an. Und richte mir das so her. Was auch gut ist, wenn das da bündig abgeschnitten ist, da kann ich mir das schön festkämmen, damit das nachher nirgends hingeht. Setze einfach meine Zwingen an. Und jetzt machen wir da einen Einschnitt. Die Säge ist auf 90 Grad gestellt. Und wir schneiden es natürlich nicht ganz durch. Die Leiste habe ich mir jetzt so mit 45 Grad auf der Kappsäge abgeschnitten. Ob das jetzt wirklich exakt 45 Grad sind, spielt eigentlich keine Rolle. Und die Leisten basteln wir jetzt da so hin.
Die Leisten werden jetzt schnell vorgebohrt. Die erste Leiste wird jetzt so auf die Platte draufgeschraubt. Was wichtig ist, hinten sollte das Ganze bündig sein und auf keinen Fall überstehen. Und die rechte Kante sollte ein bisschen in den Sägeschnitt reinschauen. Also festspannen und anschrauben. Hoppala. Die zweite Leiste kommt da jetzt spiegelverkehrt hin. Und das ist jetzt wirklich ganz wichtig. Ich muss die zwei Leisten 90 Grad zueinander ausrichten. Ansonsten funktioniert das am Ende nicht. Das heißt, ich nehme mir da einen guten Winkel oder mein heißgeliebtes Zimmermannsdreieck. Passe das Ganze ein. Hinten sollte es wieder bündig sein. Dann spanne ich es fest und das wird wieder angeschraubt. Ich habe es jetzt festgespannt. Bevor ich jetzt die Schrauben reindrehe, noch ein letztes Mal kontrollieren. Das passt. Dann schaue ich jetzt dann noch meinen Kombiwinkel, weil der ist länger. Ja. Rein mit den Schrauben. Hui, was für ein Glück, es ist immer noch winkelig. So schaut die fertige Vorrichtung jetzt aus. Was kann die, was macht die? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe im vorigen Video gemeint, die Kappsäge ist relativ ungenau, deswegen würde ich mir die am Anfang kaufen und die kann man nicht so gut einstellen. Das ist zwar alles richtig, aber ich bin auch Verfechter der Meinung, es kommt nicht darauf an, was du hast, sondern was du daraus machst. Und mit dieser einfachen Vorrichtung kannst du perfekte Gärungen schneiden. An jeder Kappsäge, egal wie ungenau die auch eingestellt ist. Schauen wir uns das an. Ich habe die fertige Vorrichtung jetzt auf die Kappsäge gespannt. Und funktioniert tut es so. Ich habe jetzt meine zwei Leisten, die ich auf Gärung verbinden will. Das heißt, die legen wir da eine links hin. Mach, wenn die links angelegt ist, einen Schnitt. Nehme dann meine zweite, lege die so hin und mache auf der rechten Seite einen Schnitt. Ich schneide das mal, dann schauen wir, wie die Gärung passt. Und ich erkläre den Rest. So, Probe aufs Exempel. Ich habe hier mein Dreieck. Jetzt legen wir die zwei Leisten dahin, dass die 90 Grad ausgerichtet sind. Dann drückt man das fest. Jetzt schaut euch diese Gärung an. Die passt astrein. Aber wie kann das sein, wenn die Säge ungenau ist? Also der Trick oder die Geschichte, warum die Vorrichtung funktioniert, ist folgende. Wir haben ja penibel darauf geachtet, dass die zwei Leisten einen 90 Grad Winkel ergeben. Das heißt, egal wie schief das Sägeblatt ist, wenn ich einmal links und einmal rechts schneide, ergibt es im Endeffekt immer 90 Grad, weil das ja 90 Grad sind. Das heißt, wenn jetzt angenommen, das Sägeblatt ist 1 Grad nach links verstellt, dann wären das da 44 Grad, wenn ich an der Seite schneide, und an der Seite sind es dann 46 Grad. Und das ergibt zusammengezählt wieder unsere 90 Grad, die wir haben wollen. Das Einzige, was zu beachten ist, wenn ihr das jetzt kappe, darf ich nicht davon ausgehen, dass die eine geschnittene Kante da 45 Grad ist. Das heißt, ich muss die zwei Stücke, die ich verbinden will, so wie gezeigt, einmal links und einmal rechts schneiden. Das waren meine drei Vorrichtungen in 30 Minuten. Das hat jetzt mit dem Filmen 30 Minuten gedauert. Das heißt, ohne die Filmerei schafft man das Ganze wahrscheinlich in 20 Minuten. Ich hoffe, es war was dabei für dich, was du so noch nicht kanntest. Wenn dem so ist, bau das gerne nach. Da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Und jetzt bleibt mir zum Schluss nur noch übrig, das Übliche zu sagen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du von den Vorrichtungen hältst. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald.